Wir hatten uns sehr viel vorgenommen fürs Spiel und haben es dann in den ersten 20 Minuten ansatzweise auf den Platz bringen können, aber das war es dann auch und müssen uns da eingestehen, dass wir auf jeden Fall eine Klasse schlechter waren als Bayern München und deswegen ging die Klatsche auch so in Ordnung. Ich möchte nicht zu sehr darauf rumreiten, dass wir wirklich sehr gut angefangen haben, aber ich denke, man muss schon sagen, dass wir auch die Chance hatten, in Führung zu gehen. Und dann, ja, der Doppelschlag von Bayern war natürlich dann für uns, ja, fürs Mentale dann katastrophal. Und aus dem Tief haben wir uns dann nicht mehr rausziehen können und haben uns dann sozusagen unserem Schicksal ergeben, was eigentlich auch nicht sein darf, weil die Fans haben uns wirklich bis zum Schluss auch super unterstützt. Aber gut, die Bayern haben natürlich auch dann eine Riesenqualität, sowas souverän runterzuspielen. Ja, natürlich nach der schwierigen Anfangsphase in der Saison sind wir jetzt besser in den Tritt gekommen. Ich glaube, dass es auch keine Schande ist, gegen Bayern zu verlieren, ganz klar. Aber natürlich war die Art und Weise, brauchen wir nicht schönreden, da hätten wir auf jeden Fall mehr investieren können. Aber generell glaube ich, dass wir uns in den letzten Wochen gesteigert haben. Wir müssen jetzt das Spiel ganz schnell abhaken, weil die nächsten Spiele stehen an, Pokal, Bundesliga. Und ja, wenn wir in der Bundesliga dranbleiben wollen, dann müssen wir natürlich am nächsten Wochenende gewinnen. Ja, das sollte mit Sicherheit jetzt im Moment nicht unser Thema sein. Gut, Bayern ist mit Dortmund schon ganz weit davon. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Wir wollten ja von Anfang an auch in die internationalen Plätze, gerade in die Champions-League-Plätze. Das sehe ich immer noch als realistisch an und ja, über die anderen beiden machen wir uns erstmal keine Gedanken. Ja, wir sind auch selbst gewarnt durch die erste Pokalrunde, die wir gespielt haben. Die war ja auch sehr bescheiden, um es mal so zu formulieren. Und deswegen glaube ich, dass uns der Fehler nicht nochmal passiert, dass wir ein Team unterschätzen, sondern wir werden versuchen, von Anfang an zu zeigen, dass wir da unbedingt weiterkommen wollen. Und ja, dann bin ich auch zuversichtlich.